Man sieht, dass sie immer Notizen machen, dann auf ein Stück Papier. Denn sie haben diese Saison eigentlich alles geholt, was man holen kann. Kann man auch dann fragen, sehen Sie immer noch Fehler in der Mannschaft oder Sachen, die noch fehlen? Deshalb dann notieren Sie immer noch dann Notizen? Nein, ich schreibe nicht nur das, ich schreibe gelbe Karten auf, ich schreibe Auswechslungen auf, wenn ich das eigentlich alles notiere, auch bei mir, auf meinem Computer. Wenn irgendwas ist, kann ich nachschauen und dementsprechend schreibe ich dann vielleicht ab und zu mal auch was auf, was wir besser machen müssen oder was wir verbessern können im Training. مش بكتب بس الحاجات دي في الورقة، أنا بكتب مثلا التغييرات بتاعتنا وبتاعت المنافس، بكتب الكروت الصفراء بتاعتنا، بدون ملحوظات في المباراة لأني بكتبها بعد كده في الكمبيوتر بتاعي بسجلها، بستفيد بالمعلومات دي بعد كده في حاجات تانية، لكن ممكن من حين لآخر أدون حاجة أبقى شايف إن إحنا ممكن نتكلم فيها في التمرين أو نعملها في التمرين بس ده مش كتير، بس ده اللي أنا بكتبه يعني. انا معلش هقطع حضرتك لاني ما فهمتش السؤال. حضرتك رحت في حراسه المرمى وبعدين رحت في حته تانية، فانا ما كله مش تمام. احنا المفروض في مصر نجرب في ماتشات الكاس. تمام. Wir sind daran gewöhnt, ich weiß nicht, ich habe ihm gesagt, wo gewöhnt, ich habe das nie gehört, dass immer im Pokal, dass die Trainer immer die Auswechselspieler oder nicht die Stammspieler spielen lassen. Sogar dann die Torhüter, die zweite Torhüter oder dritte Torhüter bekommen immer Chancen im Pokal. Die geben immer den Spielern mehr Chancen, die nicht regelmäßig spielen im Pokal. Aber im Gegensatz haben sie heute mit der ganzen Mannschaft gespielt. Obwohl Sie beim letzten Spiel schon von die Müdigkeit gesprochen haben, dann von der Spiele am Ende der Saison. Haben Sie vor, dann, aber trotzdem, wie gesagt, haben Sie heute dann mit der vollen Mannschaft gespielt. Es ist so, dass Sie Sorgen hatten dann über die Überraschungen im Pokal und haben Sie vor, dann bis die letzten zwei Spiele der Saison mit der vollen Mannschaft spielen. Ja, also wo ich das Gefühl habe, jetzt auch im Training, sagen wir mal, dann eine Trainingseinheit, bevor wir dann das letzte Spiel spielen. Und dann denen, wo ich das beste Gefühl habe, da werde ich sie einsetzen. Aber ja, habe ich jetzt noch nie gehört. Also, es gibt in Europa teilweise auch, dass der Trainer sagt, der eine spielt in der Meisterschaft, der andere spielt im Pokal. Aber ich finde das kein gut. موضوع حراسة المرمى واحد يلعب في الدوري واحد يلعب في الكاس دي يعني موجودة في أوروبا شوية أو موجودة في بعض الفرق، لكن أنا مش بشوفها فكرة كويسة خالص ورافضها تماما. أنا بختار التشكيل على حسب مين اللي بيأدي في التمرين كويس، اللي أنا واثق إن أنا أو عندي إحساس كويس إن هم دول يكسبوني النهاردة فبشوفهم في التمرين فببدأ بيهم، بس ما بفكرش فكرة مين أساسي ومين بديل، أنا ما عنديش أصلا الفكرة دي. Nee, also nichts haben. Warum? Also nochmal dann, die haben dann von der Müdigkeit beschwert, aber trotzdem lassen sie die Spieler spielen. Ja, die haben drei Tage frei bekommen. Also ist, sind sie ja richtig frisch gewesen. اللعيبه انا اديتها اصلا تلات ايام اجازه، تلعب الاسيدي كلها واخده تلات ايام اجازه، هروح سلبيه كامله، فراجعين فريش وان شاء الله نكمل بيهم الماتشين.